Hallo und herzlich willkommen im Wald. Da das Wetter jetzt nochmal überraschend gut geworden ist, habe ich gedacht, ich gehe eine Runde spazieren. Und da ich mir gedacht habe, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass ich bei meinem Spaziergang auf die Idee komme, noch irgendwas erzählen bzw. filmen zu wollen, nehme ich mal die Kamera mit, was ich nicht wie meistens, aber wie oft als gute Idee erwiesen hat, weil es juckt mich in den Fingern, jetzt noch ein bisschen ein Projekt auszuprobieren. Ich bin gerade durch ein kleines Nadelwäldchen gekommen und habe mir ein bisschen Harz gesammelt. Na, wo habe ich es denn? Hier habe ich es. Habe es mir ein bisschen in Laub eingepackt. Deshalb seht ihr davon nicht viel. Und habe jetzt mit meinem Harz das dringende Bedürfnis, mir noch eine kleine Fackel zu bauen. Und habe mir gedacht, weil ich wirklich überhaupt keine Hilfsmittel dabei habe, das wäre einfach eine ganz nette kleine Übung. Eine Fackel bauen mit, naja, ein Messer habe ich. Und ich habe im Geldbeutel immer dabei noch einen kleinen Feuerstiel. So für Notfall, Ersatz, Unfälle und so weiter und so fort. Aber ich habe heute ausnahmsweise noch nicht meine EDC-Dose oder sonst was dabei. Und ich habe natürlich noch den Inhalt meines Hutes. Den habe ich ja auch immer dabei. Also Sinn und Zweck der Übung ist es, mit dem absoluten Minimum-Ausrüstung, was ich irgendwo in meinen Klamotten versteckt habe und so weiter und so fort, heute mal eine Fackel bauen. Ist jetzt keine wahnsinnig tolle Leistung, wenn es klappt. Aber boah. Und da ich die Kamera dabei habe, werde ich das ein bisschen dokumentieren. Wie gesagt, Harz habe ich schon gesammelt. Das kann ich jetzt halt nicht mehr zeigen. Mir kam die Idee, warum ich das Harz sammle, erst nachdem ich es gesammelt habe. Und jetzt suchen wir uns mal noch irgendwas, was man zusätzlich zum Harz noch verwenden könnte. Ja, und da nehme ich euch jetzt mit. Knock, 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 knock. Oh, ein großer Pilz. Wie immer sage ich mal nicht, was das sein könnte. Huch, da hat jemand eine Ecke rausgeschnitten. Na, wer das wohl war, so ein Bösewicht. Aber immerhin war der Bösewicht so freundlich und hat die Ecke auf der Seite rausgeschnitten, die man vom Weg nicht sieht. Ha, so. Nee, ich wollte einfach mal gucken. Der ist aber schon arg vergammelt. Kann man hier vielleicht so halbwegs erkennen, dass da schon die Verwesung inbegriffen ist. Also das eigentlich tolle Pilzgeflecht im Inneren eines Baumpilzes, das sogenannte Trema. Wenn man jetzt das ganze Ding abmacht und dann vielleicht im innersten Kern nochmal ordentlich sucht, so im Bereich da hinten, dann würde man vielleicht noch von dem Trema ein bisschen was finden. Ich habe zurzeit keins, ich hätte gern mal wieder welches, aber so einen großen Baumpilz möchte ich dann auch gern ungern vom Baum abbrechen. Die kleine Ecke wegschneiden jetzt zu Testzwecken, ja gut, das ist eigentlich ja auch schon nicht korrekt, aber ich bin ja auch nicht Jesus. Aber wie man sehen kann, dieser Baum ist doch ziemlich eindeutig tot. Werfen wir da vielleicht noch mal einen näheren Blick rein. Moment. Ich habe auch irgendwo was zum Leuchten. Knack, knack, knack. Ja, also man kann sehen, da tut sich nicht mehr viel. Der ist auch weit ausgehöhlt. Der ist völlig im Eimer, der gute Baum. Das ist übrigens eine Fichte. Also ich stelle fest, ich habe mitnichten das richtige Schuhwerk an für sowas. Das hier ist übrigens noch eine ehemalige Sturmwurffläche vom Lothar, wo ich hier rumstapfe. Wir haben hier sonst eigentlich weit und breit relativ dichte, überwiegend alte Wälder, wenn man es mal doch Flächen gibt, die so jung sind wie diese hier, dann ist das eigentlich fast immer in irgendeiner Form eine Sturmwurffläche, weil das ist zu so einem vergrasten Waldbild kommt, das will kein Förster freiwillig haben. Das ist richtig schwierig, dass da noch ein vernünftiger Wald rauswächst. Jetzt haben wir es ja langsam, jetzt kommen hier langsam die guten Sachen hoch. In diesem Fall hier allerdings bloß Pappel. Aber auch Pappel ist eine Baumart, oder? Moment, da oben hängen noch ein paar Blätter. Ja, ja, das müsste irgendeine Pappel sein. Ja, aber eigentlich will ich zu der Birke da hinten. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Das müsste auch wirklich die einzige Birke weit und breit sein.
Und da muss ich mich jetzt noch schnell hindurchschlagen. Und dann haben wir ein bisschen was, hoffentlich ein bisschen was Thundermäßiges gefunden. Hoffentlich. So, ich meine ja schon mal erwähnt zu haben, dass bei alten Birken das mit der brennbaren Birkenrinde schwierig wird, weil sie dann im Alter, beziehungsweise einzelne Birken früher, andere Birken wieder später, eine Schuppenborke ausbilden, die eben kaum bis gar kein Betulin, also das Zeug, was gut brennt, mehr enthält. Und das hier ist meine Birke. Und dementsprechend der berühmte Satz mit X, das war wohl nichts. Das Einzige, was jetzt hier an Birkenrinde noch verfügbar ist, ist dieser kleine Rest, den man jetzt hier sehen kann. Und wenn ich da jetzt anfange, dann rumzuschnibbeln, schädige ich den Baum wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber wobei, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, in dem Stadium hat er ja so eine dicke Rinde, dass man wahrscheinlich die äußere Schicht wirklich ziemlich problemlos abziehen könnte. Da kommt noch jede Menge Rinde nach und es ist jetzt erstmal keine schlimme Verletzung. Aber machen wir es natürlich trotzdem nicht, weil wir befinden uns ja nicht in einer auch nur ansatzweise Notsituation. Wenn es nichts wird, gehe ich wieder nach Hause und demzufolge muss es jetzt auch nicht sein, dass man hier jetzt unbedingt die armen Birke kaputt macht. Aber hier steht halt auch nichts ab. Teilweise kann man ja auch direkt auf der Rinde noch so einen Flaum finden. Bei den etwas jüngeren Exemplaren gibt es hier auch nicht. Hier geht also gar nichts. Das Einzige, was man machen könnte, wäre jetzt bei diesem Seitenast hier noch so ein bisschen von der, na sagen wir mal, Birkenrinde Light abziehen. Der Ast, den brauchst du sowieso nicht. Das ist nur ein Wasserreißer. Das ist also kein großer Schaden, wenn man jetzt hier sich noch ein bisschen was mitnimmt. Inwieweit dieses Zeug jetzt nennenswert brennbar ist, werden wir sehen. Das probiere ich jetzt mal aus. Das habe ich auch noch nie getestet. So, ich habe jetzt mal ein bisschen abgeschrappt, was ich an dem Birkending gefunden habe und traue mich nicht, meine Hand aufzumachen, beziehungsweise mein kleines bisschen Beute. Ich habe wirklich jetzt eine ganze Weile gesammelt, da ging nicht viel ab. Es ist also wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Sobald ich die Hand aufmache, fliegt mir das davon. Es ist doch erheblich zu windig, um das zu riskieren. Und deswegen lasse ich die Hand schön zu und mache jetzt alles einhändig. Habe mir gerade überlegt, was ich auch noch machen könnte zum Fackelbau. Ob es was hilft, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen experimentell. Ist noch ein wenig weitere trockene Pflanzenfaser finden und da bieten sich ja trockene Gräser an. Jetzt ist es so, dass wir uns ja derart weit im Herbst befinden, dass es gar nicht mehr so einfach ist, sowas überhaupt zu finden. Aber hier hat es noch ein bisschen was. Ich habe eine Theorie, was das sein könnte, aber da es nur eine Theorie ist, behalte ich es lieber für mich. Aber davon werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen was einsammeln. Das Ganze dann schön zu einem Knäuel knäulen, ein bisschen schön aufrollen, rauen meine ich, nicht rollen. Mit dem Harz vermischen und in irgendeiner Form an einem Ast anbringen. Und dann kommt die Birkenrinde, kommt teilweise dazu und mit dem Rest, den versuche ich halt mit dem Firesteel dann einigermaßen in Brand zu setzen, sofern das überhaupt geht. Notfalls muss halt der Inhalt meines Hutes noch herhalten, damit wir das überhaupt irgendwie angezündet bekommen, das Resultat. Und dann bin ich mal gespannt, ob das was wird. Wie gesagt, da sammle ich jetzt noch, kann ich aber nicht filmen, weil ich brauche ja meine... Also ich habe ja nur eine Hand ab sofort. So, noch eine Premiere. Stativ ist ja nur mein Einbein. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwas filme, dann so im Deppenzepter-Stil. Aber da das jetzt unpraktisch ist, habe ich es mir jetzt einfach mal gegen den Baum gelehnt und hoffe jetzt, dass das hält, während ich hier gleich versuche, was zusammenzubauen. Ich habe ja noch meinen Rucksack dabei, weil ich was zu trinken dabei habe. Ich kriege ja immer schnell Durst. Da ist aber sonst wirklich nichts drin. Da war die Kamera drin, das Stativ drin und eine Flasche schwarzes Wasser. Aber da das ja mein Standard-Waldrucksack ist, ist da auch natürlich die BW-Isomatte bzw. BW-Mehrzweckunterlage drin und die kann ich jetzt gut gebrauchen, weil der Boden nämlich nass und ihr seid gerade umgefallen. So, nochmal schnell,
Das ist jetzt das Zeug, was ich bisher gesammelt habe. Ich weiß, es sind wirklich nur minimale Mengen. Habe auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Und mir geht es nur darum, wirklich eine ganz kleine Fackel zu bauen. Das muss nichts Großes sein. Hier dieses ganz bisschen Birkenrinde, was ich gefunden habe, die nicht weiß ist. Das hier zusammengeknollte, das sind die Fruchtstände von dem Gras da hinten. Das sollte auch mit in Verbindung mit dem wenigen Harz, was ich habe, eigentlich fast ausreichen. Und ich habe dann, um das Ganze dann noch mal ein bisschen grob festmachen zu können, mir noch ein paar extra trockene Blätter von dem Gras besorgt. Und daraus manche ich mir jetzt mit meinem Harz. Moment, wo haben wir es denn? Nee. Da ist es, ein kleines Kügelchen zusammen, in der Hoffnung, dass diese dann auf einem Stock bzw. an einem Stock oder in einem gespaltenen Stock, wenn ich das noch hinkriege, gut brennt. Das wäre dann der nächste Schritt. Das Kügelchen zusammen, manchen, das könnt ihr euch denken, man nehme das Harz und kloppe das alles da rein und mache da Matsche-Matsche. So ein bisschen wie damals im Kindergarten. So. Ja, also wie das bei sehr spontanen Videos so ist, läuft das nicht alles nach Plan. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich meine Kamera quasi nicht mehr bedienen kann, wenn ich gerade eine Harzkugel zusammengeknetet habe mit den Pfoten. ist immer alles so ein bisschen diffizil und ich war schon froh, dass ich mein Messer jetzt noch einigermaßen handhaben konnte. Naja, das Resultat ist jetzt dieses Stöckchen. Ah, das ist immer alles spiegelverkehrt in der Kamera. Das ist die andere. Die andere, bei der ist das besser. Na, wie dem auch sei, dieses Stöckchen ist das Resultat. Ihr seht, das ist auch ein bisschen gespalten. Ich habe das da jetzt so halb reingeklemmt, halb drum gewickelt. Ist ja doch ein relativ großer Klumpen, der besteht wahrscheinlich zu 80% aus Harz und nur zu 20% aus den anderen Materialien. Die Theorie ist, dass jetzt das Harz der eigentliche Brennstoff ist und sämtliches anderes organisches Material sozusagen als Docht fungiert. Und eigentlich müsste dieses Ding jetzt relativ gut brennen. Theoretisch sollte sogar das Stöckchen an sich dann irgendwann auch gut zu brennen anfangen, weil das Material ja dann harzgetränkt ist. Allerdings ist das ein sehr frischer Stock, Bergahorn übrigens, den ich von einem umgestürzten Exemplar habe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist das ganz praktisch, wenn der nicht zu schnell anfängt zu brennen, weil sonst fliegt das da alles runter. Und ich probiere einfach mal so, wie ich mir jetzt der Schnabel gewachsen ist und wie es mir jetzt spontan einfällt. Danach sind wir schlauer. Jetzt muss ich nur noch schaffen, das hier anzuzünden und zwar nach Möglichkeit so, dass ihr auch seht, ob ich es schaffe, es anzuzünden. Deswegen lege ich jetzt die Kamera mal einfach irgendwo hin, dass das so halbwegs im Bild ist. Schön aussehen wird es nicht. Und es ist übrigens ein bisschen windig heute im Walde. Achso, kleiner Sicherheitshinweis. Es ist generell eine scheiß Idee, bei so einem Wetter in den Wald zu gehen, aber ich bin halt auch nicht besonders vernünftig, ne? So, man müsste jetzt einigermaßen sehen können, was ich hier tue. Und zwar tue ich hier Folgendes. Ich habe hier meine Stöckchen auf einem Steinchen. Ich habe hier meinen Hosentaschen-Firesteel. Machen wir das von hinten, dann sieht man es besser. Ja, so müsste es zu erkennen sein. Oh, das ging daneben. Wieder daneben. Passt. Hat geglüht. Oh, Jesus, nein. Fast. Wieder fast.
Ja, es zündet halt immer beinahe. Passt. Yay! Naja, was lange währt, geht wieder aus. Na toll. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal anders. So, nächster Versuch. Was da jetzt auf dem Stein liegt, ist sich Vaseline-Watte. Die, wie man weiß, relativ leicht. Die Tatsache, dass hier alles voller Harz ist, macht das übrigens nicht einfacher. Oh. So, aber jetzt. Und meine Theorie ist jetzt, dass ich jetzt auch meine Fackel angezündet bekommen müsste. Ja, definitiv. Ja. Also man sieht, das Teil brennt definitiv und auch definitiv richtig gut, nachdem es dann mal brennt. Aber das mit dem Firesteel entzünden, dafür hätte ich wahrscheinlich noch mehr feine Fasern reinbauen müssen. Mehr von dem Samen, den Fruchtständen von dem Gras da hinten. Hätte ich davon noch mehr eingebaut, dann wäre es wahrscheinlich angegangen. Ich muss gestehen, ich habe es auch vorm mit der Kamera anzünden einmal ganz kurz so ausprobiert. Da gingen sie auch an. Da waren dann halt auch noch mehr von diesen ganz, ganz feinen Fasern von diesen Samenständen, die halt außen dran geklebt haben an meinem Knödel. Die sind dann aber sofort beim ersten Zünden quasi abgebrannt. Ich habe sie dann wieder ausgepustet und danach war halt nicht mehr viel übrig. Das wäre natürlich geschickter gewesen, wenn ich das dann gleich direkt vor der Kamera gemacht hätte. Aber ihr seht, das Ding brennt gut. Das brennt selbst bei dem aktuellen Wind nahezu, waagerecht. Und was man hier schön sehen kann, was hier dran runterläuft, das ist der gute Teer, der dann entsprechend entsteht, wenn man Harz einschmilzt. Insbesondere, wenn man es in Verbindung mit anderen Kohlenwasserstoffen einschmilzt. Also das Ding brennt ja wirklich wunderbar. Also man kann mit Harz einen Haufen Unsinn anstellen. Da ist eine Fackel wirklich schnell gebaut. Man sollte nur aufpassen, dass man damit nicht alles zutropft. Und was jetzt eben dieses schwarze Zeug, was darunter brennt, das kann man jetzt parallel quasi dazu, dass man hier eine Fackel hat, auch ganz hervorragend als Klebstoff verwenden. Man soll, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber gelesen, damit auch ganz gut irgendwelche selbstaufblasenden Isomatten abdichten können, wenn die ein Loch haben. Aber ihr seht, das Ding brennt wirklich wunderbar. Da gibt es mal überhaupt nichts auszusetzen. Projekt erfolgreich, würde ich sagen. Und ich erfreue mich jetzt noch an meinem Fackelstöckchen. Also das würde ja schon reichen, um wirklich gemütlich nachts aufs Klo zu gehen. Also eine längere Sitzung. Cool. Beziehungsweise, wenn ich jetzt meinen Lagerplatz gesucht hätte und hätte mir dieses Ding jetzt am Wegesrand entzündet, hätte ich vielleicht sogar jetzt genug Licht gehabt, meinen Lagerplatz zu finden. Ja, jetzt lässt es ein bisschen nach, aber man kann das ja beliebig groß auch bauen. Mehr Harz und mehr vom anderen Zeug hätte man jetzt schon noch finden können, wenn man lange genug Zeit gehabt hätte zu suchen. Mehr Birkenrinde hätte ich tatsächlich nicht gehabt. Ob die jetzt wirklich was geholfen hat, das wissen wir jetzt nicht. Ich hatte zu wenig. Ich wollte es jetzt nicht testen, ob man die überhaupt hätte anzünden können, so mit dem Firesteel. Ja, wenn das Ding gelegentlich noch explodiert, liegt das darin, dass da so einzelne Körnchen vom Firesteel noch drin sind. Hab da ja lang genug dran rumgeschabt. Ja. Ich mache an der Stelle Schluss und erzähle euch nachher noch was im Keller vermutlich. Vermutlich. Wenn nicht, dann nicht. Macht's gut.